Schön, dass du kommen konntest. Kein Problem. Was kann ich für dich tun? Ich suche einen Vater. Toll. Ja, ich wünsche mir ein Kind. Schön für dich. Ist auch viel einfacher, als du jetzt wahrscheinlich denkst. Ich meine, eine Beziehung oder heiraten oder so, das kommt für mich gar nicht in Frage. Oder dass du dich drum kümmern musst. Du brauchst auch den Ausgang der Schwangerschaft nicht abwarten. Ich meine, Befruchtung, das wäre dann auch schon alles. Ich? Du willst mich. Doch, doch. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ja, nicht zu danken. Ja, warum gerade ich? Ich meine, wie oft sind wir uns begegnet? Ja, aber das ist doch der springende Punkt. Und Ulrike hat halt gesagt, dass du vielleicht... Wer bitte? Ulrike. Sag mal, ist das hier eine Art Casting oder was? Ich mag dich. Und ich bin auch bereit, dir was dafür zu zahlen. Wie viel? Wir werden uns bestimmt einigen. Sag mir, was ich tun soll. Bleib ganz ruhig. Nimm den Hut ab, so als ob die zu heiß wäre. Und stell die Tasche zwischen uns auf die Bank. Ella, hör mir zu. Du hörst mir nicht zu. Ich höre dir zu. Ich höre dir wohl zu. Und stell die Tasche zwischen uns. Mach dich ein wenig zurecht. Das Geld, das du reingeschleust hast, wird vielen Menschen das Leben retten. Juden. Ja, auch. Ich habe gehört, du hast geheiratet. Hast du ein Bild von deinem Mann da? Von uns beiden. Ich habe dir von ihm geschrieben. Bekommst du meine Briefe? Ja. Ella, ich möchte, dass du noch etwas für mich tust. Ich habe nämlich eine Tochter. Ich möchte, dass du für sie sorgst, falls mir was passiert. Ich werde für sie sorgen, das weißt du. Ich fahre schon extra tagsüber mit Licht. Ich versuche zu hupen, ich schreie aus dem Fenster. Ich kurbel das Fenster runter, schlag von außen gegen die Wagentür. Ich spiele Public Enemy in voller Lautstärke. Ich schicke Gebete zum heiligen Franziskus, Christoph aus, weiß der Geier. Ich tue wirklich alles, was man tun kann und trotzdem rase ich pro Woche in mindestens ein Reh. 13 Rehe habe ich auf dieser verfluchten Straße in 7 Wochen totgefahren. Ja, und ich muss aber diese Straße langfahren, 64 Kilometer zu meiner Arbeit hin und zurück. Ich muss ja irgendwie zu meiner Arbeit kommen. Und ich muss auch wieder heim. Wo kommen die bloß immer alle her? Wie haben sie beantwortet? Ach, es wird immer schwieriger, dir zu vergeben. Bisher blieb unsere kleine Krise in der Familie. Aber jetzt? Willst du, dass die ganze Sache Kreise zieht? Willst du, dass alles in der Zeitung steht? Willst du meinen Ruin? Hä? Kannst du gerne haben, bitte! Ich freue mich darauf. Dann kann ich nämlich endlich mal. Ist das schon wieder so lange her?